Jo, Leute, kommt zur weiteren Folge auch im Kanal. Heute gibt es wieder ein kleines Shop-Update für euch. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und ich würde sagen, let's go. Wir haben auf jeden Fall wieder einen neuen Skin, Leute. Und zwar haben wir ein neues Set. Und zwar haben wir den Oblivion-Skin und den Terminus-Gleiter. Der Oblivion-Skin ist wirklich ein extrem geiler Skin, Leute. Mir gefällt auch daran, dass er so eine glänzende Oberfläche hat. Und dass er in diesem Stil vom Kriterion-Skin auch gehalten ist. Hat auch den gleichen Backbling wie Kriterion. Mir gefällt der Blackman relativ gut und ja, im Ganzen gefällt mir das Skin relativ gut. Hat auf jeden Fall auch diese leuchtenden LED-Streifen und diese Maske, die mir auch relativ gut gefällt und geht auch diese Richtung vom Omega-Skin. Und ja, wie schon gesagt, das Skin gefällt mir relativ gut und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Dann kommen wir nochmal zum zweiten Teil des Sets und zwar mit dem Terminus-Gleiter. Terminus-Gleiter ist auch wirklich extrem geiler Gleiter. Kostet 1200 V-Bucks, also ein relativ stolzer Preis für so einen Gleiter. Aber dafür hat er einen richtig geilen Sound und hebt sich auch ein bisschen von den anderen Gleitern ab. Und dazu hat er diese LED-Streifen, die roten. Die kann man derzeit noch nicht irgendwie Farbe ändern, was relativ geil wäre. Trotz alledem ist es wirklich extrem geiler Gleiter. Und dass er schon wirklich einen anderen Sound hat als die anderen, hebt ihn schon ein bisschen von der Masse ab, wie schon gesagt. Und ja, ich kann ihn einfach nur weiterempfehlen und schaut extrem geil aus. Und ja, dann kommen wir nochmal zu den täglichen Gegenständen. Da werden wir noch ein bisschen durchskippen. Und zwar haben wir nochmal die Heilende Kriegerin. Ist auch ein wirklich geiles Skin, hat auch ein richtig geiles Backbling. Und zwar hat hier so ein Schild. Schaut richtig geil aus und kann man mit richtig vielen Skins kombinieren, Leute. Und ja, sonst gefällt mir das Skin relativ gut und kann ihn weiterempfehlen. Dann kommen wir gleich zum zweiten Gegenstand. Und zwar haben wir den Leuchtstoff. Ist auch eine richtig geile Spitzhacke, kostet nur 800 V-Bucks und habe ich mir schon gegönnt. Macht auch so einen Laserschwert-Sound. Und ja, für die Leute, die noch 800 V-Bucks überhaben und sich eine neue Spitzhacke kaufen möchten, kann ich die Spitzhacke nur weiterempfehlen. Dann kommen wir gleich mal zum dritten Skin und zwar haben wir nochmal einen Verwüster. Das ist auch wirklich geiler Skin, habe ich selber noch nie gespielt, aber hat dieses einfache Farbschema, beziehungsweise ist einfach in einem einfachen Stil gehalten, hat einfach nur hier weiß, orange und ja, graue Farben, also ein bisschen durchgemischt schon ein bisschen, aber noch immer ein bisschen einfach gehalten und für 800 V-Bucks ein relativ günstiger Skin, könnte man sagen. Deshalb Leute, die noch 800 V-Bucks haben und sich den Skin gönnen möchten, die können sich den Skin gönnen, kann ich nur weiterempfehlen. Dann kommen wir nochmal zur letzten Reihe von den täglichen Gegenständen. Und zwar haben wir nochmal die Battlepass-Stufen. Mit diesen 10 Battlepass-Stufen um 9 Euro kann ich nochmal 10 Stufen auf Stufe 100 hochleveln. Falls ihr nur Stufe 90 seid und in diesen letzten 4 Tagen keine 10 Stufen mehr schaffen könntet, könntet ihr einfach 10 Battlepass-Stufen gönnen um 9 Euro. Ja, könnt ihr euch somit zu Stufe 100 hochleveln. Sonst haben wir nochmal 2 Emotes im Shop und zwar mit dem Schrullig-Tanz. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Tanz und für 500 V-Bucks ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, kann ich wie schon gesagt nur weiterempfehlen. Sonst kommen wir nochmal zum letzten Tanz und zwar ist es Jubelstimmung. Jubelstimmung ist auch wirklich allbekannt und ja, war schon extrem auf dem Shop und wurde jetzt auch mal aktualisiert. Und ja, für 200 V-Bucks ist es wirklich extrem geiler Tanz. Ist auch relativ billig und ja. Kann ich nur weiterempfehlen. Das war's mit dem heutigen Shop, Leute. Und ja, wenn euch der Shop gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Bewertung und ein Abo da, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch allen doch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.